Christo und ich haben ein Tauschpaket-Video gemacht. Ich glaube, jeder kennt diese Art von Video. Das gibt es ja auch schon länger. Das haben auch schon viele andere gemacht. Ich habe ihm ein Paket zugeschickt und er hat mir eins zukommen lassen. Und das Besondere an unseren Paketen ist, dass es ein griechisches Tauschpaket ist. Heißt, es ist voll mit griechischen Produkten. Wie gesagt, von mir hat er auch ein Paket bekommen. Und da könnt ihr gerne vorbeischauen und schauen, was ich ihm so geschickt habe. Boah, ich hoffe, da ist Essen drin. Oh, da ist auch ein Brief. Hey Anastasia, ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Tauschpaket. Es steckt tatsächlich sehr viel Persönliches mit einer Geschichte drin. Zum Beispiel die Fahne. Sie war bei der EM 2012 und WM 2014 mit dabei. Die Ikone kommt aus unserem Kloster in Griechenland. Da lämme, Christoph. PS, meine Schrift hättest du nicht lesen können. Doch, ich liebe es, Sachen auszumachen und es ist gerade wie Weihnachten für mich. Das erste schon mal. Ah, das ist geil. Karamellisierte Mandeln? Ja, Hammer. Ich habe ja gesagt, ich hoffe, da ist was zu essen dabei. Und das zweite sind karamellisierte Erdnüsse. Ah, ich habe so Hunger. Oh, vielen Dank. Ja, also man merkt, dass sie schon benutzt wurde. Nein, aber ja, das ist voll. Ich finde es voll schön, dass du mir das eingepackt hast. Das ist Hammer. Oh, ich liebe das. Das ist richtig lecker. Oh mein Gott. Das ist so ein Mandelriegel. Wirklich sehr, sehr lecker. Generell, also ich glaube, alles an Süßigkeiten, an griechischen Süßigkeiten ist lecker. Das ist mir echt Shampoo eingepackt. Müssen wir irgendwas damit sagen? Shampoo for oily hair. Nein, aber vielen Dank, das ist mit Olivenöl und Zitrone. Riecht sehr, sehr lecker. Vielen Dank. Oh mein Gott, so geil. Oh, Weinblätter. Die sind echt, also wirklich, das ist so, das ist auch so ein Muss, was man immer essen muss in Griechenland. Das ist so lecker. Oh Gott, wie süß. Das hat jeder griechische Haushalt auf jeden Fall, weiß ich. Und dann noch das, das ziehe ich gleich an, das ist voll hübsch. Nein! Hey, ohne Witz, meine Mutter wird sich so freuen. Olivenöl. Und das Beste. Scheiße, ich hätte das gleich am Anfang anziehen müssen. Ich kenne mich null aus mit Fußball. Das heißt, ich weiß nicht, wer dieser Samaras ist. Aber vielen Dank! Wenn Griechenland jemals wieder bei der WM oder EM spielen sollte, wenn ich das anziehe. Also vielen, vielen Dank für diese ganzen tollen Produkte. Ich hätte eigentlich wirklich gedacht, dass wir ziemlich ähnliche Sachen verschicken, aber von dem, was du mir geschickt hast, war jetzt gar nichts dabei, was ich dir geschickt habe. Aber ich finde es wirklich so toll. Und das Ganze abzuschließen, schaut gerne noch bei ihm vorbei und schaut, was ich ihm da alles geschickt habe. Alles steht in der Infobox. Und folgt ihm auf Instagram, Snapchat. Was gibt's noch? Was hast du alles? Geht auf seinen Kanal und schenkt ihm ganz, ganz viel Liebe und schreibt in die Kommentare Hashtag Anastasia schickt dir Liebe. Gott, was? Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall und ich werde jetzt essen. Bis dann.